Zwei Ausflugsziele. Vom Campingplatz Maltatal aus stelle ich euch heute vor. Zuerst fahren wir zum Katschberg und kommen erstmal zur Katschberghöhe bei 1641 Metern. Der Ort ist geprägt von Hotels, Gaststätten und Souvenirgeschäften, weil hier im Winter eines der größten Skigebiete von Österreich liegt. Wir halten uns aber hier nicht auf, sondern gehen gleich zur Katschbergbahn. Die Region Katschberg liegt auf der Sonnenseite der Alpen, direkt an der Grenze zwischen Kärnten und Salzburger Land. Den Berg nennt man hier liebevoll Katschi. Ein Sessellift bringt uns über moosbewachsene Almwiesen erstmal in eine Nebelwand. Oben angekommen verzieht sich der Nebel ein wenig und gibt zuerst den Blick auf den Speichersee Eineck bei ca. 2220 Metern frei. Bis zum Gipfelkreuz laufen wir jetzt ganz gemütlich 15 Minuten. Nur der traumhafte freie Blick ins Tal bleibt heute leider aus. Also gehen wir über die schönen Almwiesen zurück. In dieser Höhe gibt es keine Bäume mehr, denn wir sind über 2200 Meter. Dafür sieht man hier Zirben, Büsche. Zurück auf der anderen Seite war der Blick in die Ferne schon fast frei. Wir entscheiden uns jetzt für eine kleine Pause in das neu renovierte Panorama-Restaurant Adlerhorst. Bei 2222 Metern ist dies die höchstgelegenste Skihütte des Katschbergs. 100%ige Empfehlung von uns. Diese Topfenknödel in Bröselbutter waren meine. Und so schön dekoriert. Für meinen Mann gab es eine deftige Rinderbrühe. Auf diese Buttermilch mit frischen Heidelbeeren konnte ich dann doch nicht verzichten. Und für meinen lieben Mann gibt's noch einen Eiskaffee. Wunderschön dekoriert. Na dann lasst es schmecken. Dankeschön, mein Schatz. Jetzt haben wir freie Sicht. Ganz bequem ging es mit dem Sessellift, der wieder mit der Kärntenkarte frei war, zurück. Heute geht's zum Mölltalgletscher in über 3000 Meter Höhe. Wir fahren vom Terrassencamping Maltatal 60 Kilometer nordwestlich nach Malnitz. Und dort geht es in die Standseilbahn Gletscherexpress. Und immerhin ist das nicht einfach nur eine Standseilbahn. Nein, es ist die längste unterirdische Seilbahn der Welt. In 8 Minuten bewältigt diese Bahn eine Strecke von 4,8 Kilometern und landet auf einer Höhe von 2200 Metern an der Mittelstation. Die Gondelbahn Mölltal-Gletscherbahn bringt uns dann über eine atemberaubende Berglandschaft hinauf auf 2800 Meter. Angekommen und ausgestiegen. Und schon geht der Blick über den großen Gletscher.
Hier oben befindet sich eines der letzten Ganzjahres-Skigebiete. Hinein in den Eisgletscher. Ein einmaliges Erlebnis. Ein kurzer Spaziergang zum kristallklaren Bergsee, dem Eissee. Und den Blick in die Ferne mit 30 Dreitausendern ringsherum. Unter uns liegt der Hochwurtenspeicher. Mit ihm sind es hier insgesamt 8 größere und kleinere Seen in der Umgebung. Im Eisglaspalast-Restaurant gibt es noch einen Kaffee mit Weitsicht. Ganz gemütlich geht es wieder zurück. Mit dem Gedanken, hier oben braucht man wirklich mehr Zeit, um die schöne Bergwelt zu erkunden und zu genießen. Mit ein paar Impressionen von der Künstlerstadt Gmünd, die 6,4 Kilometer vom Terrassencamping Maltatal entfernt liegt, möchte ich meine Videoserie über den Urlaub in Kärnten beschließen. Ich bedanke mich wie immer für euer Interesse und für eure netten Kommentare. Und vergesst nicht, Daumen und Abo, wenn ihr noch nicht habt. Danke und tschüss!